Hallo, liebe Zuschauer von Easy German. Wir sind wieder oder immer noch in Windhoek, die Hauptstadt von Namibia. Wie ihr wisst, arbeiten wir mit dem Goethe-Institut zusammen, um Schülern hier in Windhoek zu helfen, Deutsch zu lernen. Und diese fünf jungen Damen sprechen ausgezeichnet Deutsch. Denn bei mir sind heute... Ich bin Lisa. Ich bin Melanie. Hallo, ich bin Marie. Hallo, ich heiße Vetua. Und ich heiße Vanessa. Und die fünf jungen Damen werden heute mal in Namibia hier Menschen auf der Straße fragen, und zwar auf Deutsch. Denn tatsächlich gibt es hier einige deutsche Muttersprachler und vor allem auch viele deutsche Touristen, das werdet ihr gleich sehen. Und sie wollen heute wissen, was mögen die Menschen an Namibia? Was haben sie in Namibia gesehen? Es geht also um das Land und die Leute. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, let's go. Was lieben Sie an Namibia? Ich liebe an Namibia die unterschiedlichen Landschaften, die Menschen, die sehr freundlich sind. Und ich bin zum ersten Mal in Namibia und komme bestimmt irgendwann wieder mal hierher. Wie finden Sie die namibische Menschen? Sehr nett und sehr höflich und sehr zuvorkommend. Wer sind Sie? Ich bin Brigitte und komme aus Deutschland. Oh. Haben Sie einen Lieblingsort in Namibia? Ja, die Farm meines Schwiegersohnes. Warum? Weil es einfach schöner ist als in Windhoek, okay, auf der Farm zu sein. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Woher kommen Sie? Wir kommen aus München, bayerisches Teil von Deutschland. Wie findet Sie Namibia? Namibia ist ein ganz schönes Land. Groß, viel größer als Holland, wo ich herkomme. Und ja, weit und weite Flächen und schöne Tiere, und ich liebe es unglaublich, jawohl. Die Landschaft, die Berge, die Wüste, die Tiere, die Lodges, alles wunderbar. Und die freundlichen Leute. Ja. Was mögen Sie an Namibia? Namibia, ja, gefällt mir, ach, dem Wetter wegen der Kultur, unterschiedliche Leute hier, keine Ahnung, ist halt ein schönes Land an sich hier. Namibia ist ein tolles, weites Land mit sehr vielen netten Menschen. Namibia ist sehr schön, hat schöne Steine, die Geologie ist sehr interessant, und auch die Leute, sie sind meistens sehr amabel. Amabel ist das Deutsch, freundlich. Und das ist sehr schön, und die meisten Namibier, die sprechen auch Afrikaans, das ist ähnlich. Mit Holländisch, das ist einfach. Woher kommen Sie? Aus Deutschland. Sie? Ich komme auch aus Deutschland. Was lieben Sie an Namibia? Die Menschen sind sehr freundlich zu uns, weil wir sind auch nicht, wir sind aus Deutschland eben, wir kommen nicht aus Namibia, und jeder nimmt uns sehr nett auf hier. Ja. Und Sie? Ja. Ich mag das auch sehr gerne, und auch die Natur und die Landschaft und alles ist richtig schön, weil es einfach so anders ist als in Deutschland. Wo fahren Sie hin? Wenn wir am Donnerstag starten, wie gesagt, meine Frau kommt nach, erst Waterberg, dann zwei Tage Etosha, dann Skeleton Bay und zwei Tage Swakopmund. Dann wieder zurück nach Windhoek, und dann geht der Flieger nach Deutschland. Oh, sehr gut. Take me with. Take me with. Und Sie, haben Sie einen Lieblingsort in Namibia? Also wir sind hier 4000 Kilometer gefahren in Namibia. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat am besten der Bereich Waterberg gut gefallen. Dieser tolle Berg, diese Steppe, die Savanne, sehr schön. Sossusvlei war sehr schön. Ich mag das gern, diese Einsamkeit mit die abgestorbenen Bäume. Das war sehr schön. Ein Ort, Lieblingsort, noch nicht gefunden. Noch nicht gefunden. Und Sie? Es ist überall schön. Beeindruckt war ich von Sossusvlei, von der Wüste. Warum? Ja, weil es bei uns sowas nicht gibt. Ist ja eine ganz, ganz andere Landschaft. Ja, ich denke die Wüste in Sossusvlei. Warum? Weil es dort sehr warm ist, im Gegensatz zu Deutschland. Und die Dünen einfach unbeschreiblich schön aussehen zum Sonnenaufgang, Untergang.
die Natur, die Menschen, das ganze Land und die Fläche. Also schönes Land. Warum sprechen du Deutsch? Deutsch war meine erste Muttersprache. In Deutschland aufgewachsen und studiert auch und alles. Ne? Daher das Deutsch. Schwarzkopfmund ist auch sehr schön. Natürlich. Und es ist erstaunlich, man glaubt, man ist in Deutschland. Alle Leute sprechen noch, oder viele Leute sprechen noch Deutsch. Haben du einen Lieblingsort in Namibia? Ja, ich mag mehr die Küste, ne? Und die Wüste auch, ne? Ja. Richtig. Warum? Weil Namib-Wüste die älteste Wüste in der Welt ist, ne? Guten Morgen. Ja. Wie findet Sie Namibia? Namibia ist ein schönes Land, kann ich mal sagen. Und es freut auch uns Leute, unser Land zu zeigen und dann über unser Gesicht zu erzählen. So, Namibia finde ich immer als ein schönes Land, wunderschönes Land. In Etosha, welche Tiere haben Sie gesehen? Wir haben ganz viele Tiere gesehen, aber am spannendsten war, dass wir mit dem eigenen Wagen durch Etosha gefahren sind und plötzlich sah ich neben uns 3 Meter Entfernung einen richtig alten Elefantenbullen. No, und da haben wir erst mal angehalten und haben ihn fotografiert. Aber dann haben wir auch ein bisschen Respekt bekommen und sind dann langsam weitergefahren. Wo haben Sie Deutsch? Ich habe Deutsch gelernt in der Schule. Das ist die Martin-Luther-Schule gewesen, Kirchenschule. 50% von unseren Touristen sind Deutsche, die kommen aus Deutschland. Und die wollen immer mit einem und anderen reden. Na, manchmal sprechen diese Leute nicht Englisch und es ist ganz wichtig, dass du dann mit eher dann in ihre eigene Muttersprache reden musst. Und dann, das ist mal das, was ich sagen kann. Entschuldigung, ich bin auch so. Sorry. Dankeschön. Und wo in Namibia waren Sie? Oh, wir sind angefangen in Windhoek, dann Rehoboth, Kettmannshoop und dann weiter in den Süden runter bis zu Fish River Canyon. Wir sind mit dem Zug gefahren von Kapstadt bis nach Windhoek. Und es war eine sehr schöne Reise. Und dann ging es weiter in Naukluftpark, wieder hoch. Ja, dann aus. Lüdritz. Und von Lüdritz ging es weiter, sag mal schnell, Swapopmund, ne? Ja, Swapopmund. Und dann ging es wieder weiter hoch. In den Norden zum Etosha Nationalpark. Ja. Haben Sie einen Lieblingsort in Namibia? Windhoek gefällt mir ganz gut. Das ist mein Heimatsort hier, genau. Da bin ich ganz gerne, richtig hier. Wir sind gestern angekommen, von daher gesehen kennen wir nur Windhoek. Was lieben Sie an Namibia? Das Essen, ich liebe Springbok. Ich war vorgestern in Joes Bierhaus und habe endlich wieder Springbok gegessen. Ich liebe Springbok. Ja, ihr Lieben, das war sie, die Episode für diese Woche. Gemeinsam mit dem Goethe-Institut hier in Namibia diesmal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen natürlich, ihr habt jetzt viele gute Gründe bekommen, selber mal nach Namibia zu fahren. Ihr seht, die Leute, die hier hinfahren, lieben dieses Land und genauso ist es bei uns. Wir fahren seit vielen Jahren immer wieder nach Namibia und ja, für uns ist Namibia sogar so eine Art zweite Heimat geworden. Wenn ihr Lust habt, kommt doch mal vorbei. Und wenn ihr Lust habt, unser Projekt zu unterstützen, um mehr Easy German zu produzieren, dann freuen wir uns wahnsinnig über euren Support bei Patreon. Das könnt ihr hier unten machen. Und wenn ihr mehr Easy German sehen wollt, dann abonniert unbedingt unseren Kanal bei YouTube. Das geht hier unten. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Hey everyone, Denna here, back with another quick German language tip for you today. And today, that would be the word Bulle. So one woman in the video said that she had seen a Bulle, so a male elephant. And I would just like to mention that yes, this word can mean bull, as it sounds like, bulle, bull. But this word also has a slang meaning as a not so nice name for the police. So like we might call them pigs or the popo in English. So just something for you to keep in mind. It's not a nice thing to call them. That was your quick German language tip for today. I wish you all the best learning German. Until next time, auf Wiedersehen.